meine besten Spiele im März. Dieser Riesenturm wird jetzt wieder sortiert und wir gucken, wer kriegt ein Foto, was geht nach links, was kommt in die Auswahl für meine besten Spiele des Jahres und welche Spiele haben auf längere Zeit jetzt dann doch nicht überzeugt. Bretman. Willkommen in der Bretthöhle, ich bin Simon, aber Wayne, denn wir gucken, welche die besten Spiele bei mir im März waren. Dafür gehe ich jeden Titel nochmal durch und gebe auf lange Sicht meine Bewertung dazu. Wir starten hier mit Meister Coop und das ist ein Stichspiel, was ich euch in dem Gespielt-Format vorgestellt habe, wo wir eben die Farben der anderen sehen und eben ja, ablegen können, was wir wollen und gucken, welche Mehrheit wird da jetzt rausgespielt. Ich habe es euch im Videofazit schon gesagt, Meister Coop ist für mich ein nettes Stichspiel, macht aber nicht sehr, sehr viel besonders und deshalb kommt es jetzt auch nicht weiter. Und so soll es eben auch gehen. Ich habe es einfach nicht nochmal gespielt im Monat und ich glaube, ich werde es auch nicht nochmal spielen. Und alles, was ich jetzt weiternehme, gucken wir uns am Ende des Jahres an und entscheide ich dann nach einem Langzeittest daraus, welche Spiele von denen, die es jetzt Runde für Runde weiterschaffen, auch wirklich das beste Spiel des Jahres ist oder die besten Spiele. Dann kommen wir zu dieser unscheinbaren Star Wars Unlimited Box, wo hier ich mein Agro-Deck von Sabine Wren drin habe. Ja, ich habe sehr, sehr viel Star Wars Unlimited jetzt im März gespielt. Und ich muss sagen, unter Brettspielfans ist das ein TCG, was ich spielerisch einfach unfassbar genial finde und sehr, sehr gerne spiele. Ich habe Spaß daran, neue Decks zu machen. Ich finde diese Aktion für Aktion-Aktion-Mechanik unfassbar top. Und ja, das Thema hat mich tatsächlich auch gut. Ich bin gar nicht so der Star Wars-Geek, aber ich bin mittlerweile drin. Manche Karten sehen wirklich furchtbar aus, da gebe ich euch recht, die sehen wirklich furchtbar aus. Kennt ihr Botox Solo? So habe ich ihn genannt. Ja, das geht gar nicht. Aber so einen Look kann man ja für Set schöner machen, denn ich werde da auf jeden Fall drin bleiben. Ich habe momentan Spaß daran, dieses Spiel zu spielen und ich finde es auch spielerisch sehr, sehr gut. Deshalb kommt es weiter. Dann habe ich Marvel Zombies X-Men Resistance gezockt. Ihr wisst, ich habe das normale Marvel Zombies schon gespielt, wo man eben die zombifizierten Marvel-Helden spielt, die so ein paar Superhelden snacken wollen. Und jetzt haben wir hier mit X-Men Resistance Charles Xaviers Männer dabei. Wir haben halt neue Abenteuer, wo wir dann noch die lebenden X-Men spielen, wie zum Beispiel Wolverine und Magneto, die sich zusammentun. Und ja, ansonsten kommt aber tatsächlich nicht viel Neues hinzu. Und ich habe euch schon bei dem normalen Marvel Zombies gesagt, ist im Endeffekt nicht meins. Es ist sehr leichtes Zombie-Side mit einem sehr coolen Thema und auch meiner Meinung nach eins der besten Zombie-Sides da draußen, aber ich spiele es nicht so wirklich und aus reinem Eigeninteresse. Deshalb muss trotzdem noch erwähnt sein, dass das Spiel an sich knackig schwer ist. Also es ist wirklich gar nicht so einfach, sich da durchzusetzen. Gerade wenn ihr gegen zombifizierte Helden kämpft, da sind manche dabei, die sind bockschwer und andere, die kriegt man noch ganz gut geknackt, aber die schiere Anzahl, die überwältigt euch. Bei X-Men Resistance habt ihr weniger eine schiere Anzahl, weil ihr eben da gegen Zombie-Horden dann auch kämpft. Ich hatte das Gefühl, dass ich von Shield-Agenten viel, viel mehr überrannt wurde, als jetzt hier in X-Men Resistance. Ich mag diese Art von Spielen für mich persönlich einfach nicht so sehr. Heißt aber nicht, dass es nicht für euch das Richtige ist. Deshalb mache ich hier genau dasselbe Fazit, wie ich das auch bei dem normalen Marvel Zombies gemacht habe. Es kommt bei mir nicht weiter. Wenn ihr diesen Gesamtüberblick haben wollt, was es aber davon alles gibt, würde ich das für euch machen, dann lasst es mir nur in den Kommentaren wissen. Nunatak, Tempel aus Eis. Ein optisch absolut schönes Spiel, in dem ihr eine Set-Collection praktisch sammelt. Ihr setzt eure Bauteile, das sind eure Eisblöcke, darauf platziert ihr dann eben oder zieht dafür die jeweiligen Set-Karten und dadurch bekommt ihr am Ende des Spiels Punkte und das Spiel ist zu Ende, wenn die Tempelspitze da oben drauf gesetzt wird. Sieht optisch genial aus. 45 Minuten Spielzeit, 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. Nunatak ist für mich ein Spiel, wo ich ein bisschen länger darüber diskutiert habe, ob das nicht was ist, was ein Kennerspiel des Jahres werden könnte. Und ich finde, ja, warum denn nicht? Es ist simpel. Es ist irgendwo zwischen dem Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Gehört für mich aber dann von der Komplexität dann doch noch zu einem sehr leichten Kennerspiel. Es sieht optisch unfassbar gut aus. Ich glaube, damit würde man Leute auch an den Tisch holen. Es ist nicht schwierig. Man kann verschiedenste Strategien fahren von Sets, die man sammeln möchte. Es ist mit Sicherheit kein verkauftes Expertenspiel für Leute, die sagen, oh, ich will jetzt noch ein bisschen mehr. Aber es ist für jede Runde super schnell erklärt, auf den Tisch geballert. Also ein schönes Kennerspiel meiner Meinung nach und deshalb kommt es auch weiter. Dann kommen wir zu Gin. Ein Spiel, was ein wenig verkopfter ist und ein wenig fisselig auf dem Tisch. Das muss man halt dazu sagen. Man hat sehr, sehr viel Spielmaterial, wenn man sich hier in dieser Stadt bewegt, wo man die Gins einfangen und einkorken muss. Und drumherum sind praktisch die ganzen Orte, wo du mit den Workern hingehst und wo du dann eben Ressourcen sammelst, um daraus eben genügend Ressourcen herzustellen und zu bekommen, damit du die Gins hier einfängst. Das Spiel fängt trotzdem sehr einfach an. Der einzige Nachteil an dem ist, dass es ein wenig fisselig auf dem Tisch ist, weil ihr sehr viel Spielmaterial habt.
Aber spielerisch ist das dann doch, er erreicht eine Tiefe, wo ihr euch denkt, ja, auch mit diesen Geheimgängen, die ihr da drauf platziert, Geheimgänge erlauben euch dann, dass ihr dann praktisch zwei Orte gleichzeitig besuchen könnt. Da kommen Dynamiken dabei raus, wo ihr merken werdet, ja, wenn ich das Spiel gegen einen spiele, der das schon mal gespielt hat, dann werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen. Und deshalb ist Gin ein sehr, sehr gutes, hier steht es auch, Kennerspiel. Ich finde es deutlich komplexer noch als Nunatak, deutlich. Aber ein schönes Thema finde ich auch unverbraucht mit den Gins. Ich nehme es heute weiter, obwohl ich im Hinterkopf schon weiß, durch den Tischaufbau und durch so ein paar andere Sachen wird es bei mir nicht ewig oft auf den Tisch kommen, aber es ist zu gut, um es heute nicht weiter anzunehmen. Dungeon Fighter. Ja, das ist ein abgefahrenes Spiel, ein Partyspiel sei dazu gesagt, wo ihr praktisch einen Dungeon Crawler habt, aber Dungeon besteht darin, dass ihr Würfel auf diese Zielscheibe werft, um die verrücktesten und lustigsten Monster kaputt zu hauen und euch abzuleveln, bis ihr dann den Oberboss-Mob da kaputt macht. Das Ding zu treffen sieht ganz einfach aus, ist es aber überhaupt nicht. Ihr kommt euch vor wie die letzten Vollidioten, wenn ihr davor seid und ist das Ding wieder über den Tisch geflogen. Ja, dann kriegt ihr einen von den Monstern auf die Mappe, also ihr kriegt Schaden. Dann ist der nächste dran, babam, und dann müsst ihr wilde Dinge tun, wie die Sachen unter euren Beinen durchwerfen, von dem Handrücken schnipsen oder. Ein völlig verrücktes Spiel, was aber nur in bestimmten Runden richtig, richtig Laune bringt. Wenn ihr dafür nicht bereit seid, wenn ihr keinen Tisch habt, wo ihr schön drum herumlaufen könnt und Platz habt, dann wird Dungeon Fighter bei euch böse floppen. Und das ist es leider bei mir die ersten zwei Runden, weil wir waren nicht darauf vorbereitet, was da kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb hatten wir tatsächlich auch keinen Spaß. Wir haben es auch nur zu zweit gespielt in der ersten Runde. Dann haben wir es dann mal zu viert gespielt und haben gemerkt, ja okay, wenn du dich drauf einlässt, dann wird es ein Riesenspaß. Waren aber zwei völlig andere Spielempfindungen. Und ich tue mich deshalb ein wenig schwer, Dungeon Fighter jetzt bei mir weiterzunehmen, weil ich es einfach für sehr, 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 sehr speziell erachte. Es hatte bei mir sehr wenig Spaß an einem Abend gemacht, dann hat es sehr viel Spaß an einem Abend gemacht. Ich finde es ein gutes Partyspiel, was ich weiter mitnehme, aber es hat mich leider nicht so emotionalisiert, dass ich es heute eine Runde weiterschicke. Und dann kommen wir zu Heat. Nasser Asphalt, ja. Also Nasser Asphalt habt ihr ja in meinem Kurzspiel, in meinem Kurzfazit-Video gesehen. Das würde von mir nicht weiterkommen, weil ich es einfach schade finde, dass das so ein kleines Erweiterungspäckchen für 30 Euro ist. Deshalb reden wir da jetzt nicht über Nasser Asphalt, sondern wir reden erstmal über Heat an sich. Und Heat an sich, ich weiß, es ist bei mir schon in den Top 50 gelandet, weil ich schon nach der ersten Runde wusste, das Spiel ist außergewöhnlich. Und das Spiel ist nicht nur außergewöhnlich, es ist auch, glaube ich, einer meiner neuen Lieblingsspiele. Denn die Mechaniken sind so unfassbar einfach. Thematisch ist dieses Renngefühl so gut eingefangen, nochmal an einem vorbeizuziehen und zum Schluss dann doch durch Windschatten noch nach vorne zu setzen, vielleicht einen vor der Kurve auszubremsen, wenn man mit 6 Leuten fährt, damit die in die Kurve nicht reinkommen und im dritten Gang durch die Kurve pacen, die Karre richtig aufglühen lassen und dann Gas geben, um zu merken, ich habe mich voll verzockt. Und ich habe nur noch Heat und Stresskarten auf der Hand und ich kann nichts mehr machen. Ja, das ist ein Renngefühl, was super ist. Hier ist so viel in der Grundbox drin und ja, ich will auch die Erweiterung haben, aber Heat, ach, ist das ein geiles Spiel. Und das ist ein Spiel, was natürlich nach links weiterkommt und ich muss dazu sagen, das ist ein Spiel, was mich seit langem mal so richtig emotional triggert. Und ja, ich glaube, das war ein gutes Statement dafür und mal schauen, was ich in dem nächsten Monat also auf dem Tisch habe. Deshalb lasst das Abo da, um das nicht zu verpassen. Macht es gut. Ciao.